Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, Warptorio um genau zu sein. Wir sind auf einem neuen Planeten gelandet. Nachdem wir letztes Mal in unserem Keller die grünen und die roten Schaltkreise produziert haben oder eine Fabrik hingestellt haben, um sie zu produzieren. Und nun sind wir wieder auf einer relativ öden Welt und wir müssen hier sorgen, dass wir Dinge an den Start bekommen, wie Stein. Das sollte genügen. Vielleicht noch ein Turm hierhin, einer dahin. Und dann auf dieser Seite werden wir mehr Kohle einlagern. Zwei, drei. Auch hier brauchen wir Strom. Hier. Und dann drehe ich mal eine Runde. Wir haben letztes Mal Rohöl aufgefüllt. Das heißt, da sollten wir gut sein. Vielleicht finden wir was, wo wir Uran abbauen können. Irgendwann müssen wir damit beginnen. Da oben hat sie auch schon ein Feld und gleich schon das erste Nest. Ich hatte hier doch mit einigen Alien-Nestern zu kämpfen und wie ihr sehen könnt, sind da außen auch noch einige vor. Die sind ziemlich stark und haben ziemlich viel Würmer. Darum denke ich, vielleicht machen wir diese Folge noch nicht die blauen Fläschchen. Sondern versuchen, ob wir hier oben etwas Uran bekommen. Ja. Hier sowas machen. Können wir ein paar Förderer mehr bauen und dann brauchen wir hier und da habe ich glaube ich hier da haben wir die Schwefelsäure dran. Hier einmal rüber, hier einmal rein. Und dann brauchen wir wahrscheinlich das Verteidigung. Hier kehren wir um und bisher habe ich ja eigentlich gehofft, ich würde irgendwelche Zentrifugen in einer Lootkiste finden, was ich nicht gemacht habe. Oder vielleicht habe ich auch einfach zu wenig genau geschaut.
Jedenfalls sollten wir vielleicht uns überlegen, wie wir Zentrifugen bauen können. Wir brauchen dafür Beton. Das ist, glaube ich, das Einzige, was uns hier noch fehlt. Ziegelstein, Wasser und Eisenerz. Ziegelstein sollten wir hier haben. Wenn wir jetzt hier noch eine Kiste hinmachen, dann funktioniert auch das. Ich denke, ich mache das hier oben, denn da habe ich Wasser. Den brauchen wir. Das kehren wir dann um. Einmal rein, einmal raus, einmal Strom und ja, Ziegelstein rein. Wie viel brauchen wir? 100 Beton. Okay. Und ich hoffe, hier unten können wir. Ein Erz. Okay, das liegt zum einen sicher daran, dass das Feld nicht sonderlich groß ist, dass und das es nicht reich bestückt ist und wir auch nicht den Förderer gut platziert haben. Ja, das führt natürlich nicht dazu, dass wir viel Eisen und Stahl produzieren. Aber wir können hier ja schon mal was reingeben. Das sollte uns dann zumindest für 100 Beton reichen. Hier das. Und ich denke, wir müssen auch irgendwie sagen, dass wir von unten Kohle raufbekommen. Aber die ganze Ölverarbeitung möchte ich sowieso umbauen. Und ich habe das Gefühl, unsere Forschung steht. Ja, tut sie. Weil keine Militärflächen mehr da sind. So, das sollte für ein Weilchen reichen. Und hier 16, da fehlt es uns an Rohren. Sonst würden wir hier auch mehr produzieren. Denn wir sind nun Projektilschaden 4 am Forschen und ich denke, wir sollten dann langsam so mal in die Richtung Lasertechnik gehen und dann auch wieder hier ein paar von den Warptoria-spezifischen Forschungen machen. Und nun ist auch hier oben das Uranerz vollgelaufen. Also wir können hier schon mal einpacken, auch wenn es noch 9,5 Minuten sind, die wir auf diesem Planeten verbleiben können. Ja, dann stellen wir hier einfach noch eine Kiste hin, nehmen die blauen mal nach unten, denn ich habe hier fast alle verbraucht. Wir sind bei der Feuerrate 4.
Und wir brauchen definitiv mehr blaue. Wir brauchen auch mehr Eisen. Ich glaube, Eisen hat höhere Priorität. Und dann möchte ich auch hier oben etwas umbauen, dass wir hier oben eine schöne oder eine vernünftige Ölverarbeitung hinbekommen. Schön ist immer ein bisschen im Auge des Betrachters, aber vielleicht würde es da Sinn machen, zuerst die Plattform etwas zu vergrößern. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen Zahnräder. Wir brauchen Stahl. Gut. Dann bauen wir mal eine Zentrifuge. Dann packen wir hier die Erze rein. Und da den Output. Und irgendwann werden wir dann wahrscheinlich mehr als eine Zentrifuge haben. So. Und da können wir auch noch die Produktivität reintun, so dass wir weniger Erz verbrauchen und etwas mehr rausbekommen. Und dafür aber auch ein bisschen langsamer sind. Und wie ihr hier auf der Seite seht, von irgendwo hier kommen hier Aliens. Wahrscheinlich von da unten hat sich ein neues Nest gebildet. Da war ich gar nicht so weit am Suchen. Aber ich denke, das war's für diesen Planeten. Und wir werden dann auf dem nächsten schauen, was wir weitermachen. Und da sind wir. Und es ist wieder mal ein grüner Planet. Offenbar nicht allzu viele Ressourcen hier. Aber wir nehmen, was wir kriegen können. Zum Beispiel hier Kupfer. Da unten haben wir etwas Stein, den wir anschließen. Natürlich hier wieder direkt in den Untergrund. Da brauchen wir Strom. Hier oben nehmen. Da haben wir Eisen. Klippe ist im Weg. Und wo ist Kohle? Ist da unten. Okay. Schlagen wir uns den Weg hier durch. Keine Fließbänder mehr. Das ist ja mal was ganz Neues. Pack den gleich mal mit ein, denn wenn ich auf
Tour gehe, finden wir vielleicht das eine oder andere, was nützlich ist. Hier. Drei Förderer auf jeder Seite. Das verbinden wir so. Und ich freue mich, dass es ein grüner Planet ist, denn hier haben wir hoffentlich eine weniger rasche Ausbreitung der Verschmutzung. Die letzten paar Planeten waren alle ziemlich sandig, was für die Ausbreitung der Verschmutzung ja nicht gerade förderlich ist. So, eins zu weit. Und vielleicht finden wir ein Eisenfeld, das ein bisschen besser gelegen ist. Aber zuerst muss ich ja sowieso meine Runde drehen. Es sieht nicht so aus, als ob hier viel los wäre mit den Aliens. Und ich habe hier oben ein Eisenerzfeld gefunden, das sich besser eignet für unseren Harvester. Wir sind momentan dabei, wieder etwas mit Blau zu forschen, fortgeschrittene Ölverarbeitung, denn hier oben wollen wir eine ordentliche Ölproduktion hinstellen, aber ich glaube, dafür brauchen wir zuerst eine Plattformerweiterung, dass das Ganze auch etwas Sinn macht. Und hier hakt immer ein bisschen, weil irgendwas ausgeht. Und als ich meine Runde machte, habe ich ein paar Kisten gefunden, aber keine der Kisten hat Zentrifugen beinhaltet. Aber ich nehme auch das andere, was ich kriegen kann. Okay, die Forschung ist durch. Und versuchen wir doch die noch zu machen. Ich glaube allerdings, da gehen uns dann die Fläschchen aus. Dann müssen wir wirklich dafür sorgen, dass wir eine ordentliche Produktion für Bleifläschchen aufziehen können. Wie sieht es denn hier? Ja, da haben wir jetzt Eisenerz anliegen bis ganz hinten. Alles, was da rauskommt, ich ziehe das mal ab, denn das packen wir zusammen und legen es hier rein, denn wir werden wahrscheinlich einiges. Okay, ich denke, dann machen wir einfach mit der Forschung weiter, die wir machen können. Dass wir da auch weitergehen. Und wir haben bereits unser erstes Uran 235. Verhältnis 100 zu 1.
Aber wenn wir das Rezept anschauen, ist nicht ganz 100 zu 1, ist sogar etwas weniger. Das heißt, wir hatten da doch etwas Glück, dass wir das erste schon sehen. Okay. Was ist denn hier mit... Ah. Ja. Natürlich, wenn ich die Plattform zusammenpacke, packe ich auch den Strom zusammen. Und da gibt es keine Kohle mehr. Okay, das sollte wieder anfangen zu laufen. Wir sind nun an einem Scheidepunkt angelangt, denn für jede weitere Forschung brauchen wir blaue Fläschchen. Okay, das ist nicht der Scheidepunkt, denn wir müssen in der nächsten Folge blaue Fläschchen produzieren in größerer Menge. Aber nun haben wir die Wahl. Gehen wir Richtung Ölverarbeitung. Das heißt, wir müssen die Plattform vergrößern mit dieser Forschung. Gehen wir aber Richtung Nuklearpower. Dann brauchen wir wesentlich mehr blaue Fläschchen. Wahrscheinlich nicht die oberste Priorität. Oder gehen wir Richtung Verteidigung mit Lasergeschütztürmen und dann den Energiewaffenschaden. Da brauchen wir auf lange Sicht wahrscheinlich auch mehr blaue Fläschchen. Drum denke ich, wir fangen mal hiermit an und schauen einfach, wie weit wir kommen. Für die nächste Vergrößerung der Plattform brauchen wir sowieso lila Fläschchen. Die sind noch weit weg. Aber mit einer Vergrößerungsstufe sollten wir doch schon einiges erreichen. Und wir haben einiges an Uranerz aufbereitet. Nicht, dass wir besonders viel von dem 235 rausbekommen haben. Aber das überrascht ja auch nicht. Und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit hier. Stein ist fast voll. Das heißt, ich klemme das hier mal ab. Das Feld ist sowieso fast leer geräumt und auch hier unten Kohle. Da laufen noch alle Förderer, aber wir haben einen ziemlich hohen Kohleverbrauch, denn im Keller musste ich ein paar weitere Heizkessel anschließen, damit wir genügend Energie haben für die Energie, die unsere zusätzlichen Maschinen benötigen. Also, ich denke, das war's. Ich breche hier zusammen oder baue hier ab. Und dann sehen wir uns auf dem nächsten Planeten, wo wir hoffentlich das blaue Fläschchenproblem, wenn nicht lösen, dann zumindest entschärfen können. Also bis dann und tschüss.